Was geht, Leute? Wir melden uns zurück zum Jojo-Podcast. Wir waren 2 Wochen weg. Silvester, Weihnachten. Einfach Pause gemacht, mein Gott. Ist halt manchmal so. Und wir sind zurück mit dem Foo Fighters vs. Jolene und Hermes-Kampf. Wie fandest du den Kampf im Großen und Ganzen? Also im Großen und Ganzen sehr geil. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt krasser fand als den, wie hieß denn der nochmal? Thunder McQueen, Ja, nee, nee, nee. John Galliay. John Galliay-Kampf, ja. Und, aber wenn, dann glaube ich, wäre das jetzt der zweitbeste von den bisherigen. Ist ja auch wahrscheinlich der zweitgrößte. Die anderen beiden gingen ja nur eine Folge, bis auf den John Galliay-Kampf. Das war der längste bisher. Ja, wir haben jetzt zwei lange und zwei Genau, kurze das ist der Kämpfe. zweitlängste und das ist auch, glaube ich, für mich bisher der zweitbeste. Vielleicht sogar der beste, aber der Jungle EA Kampf war halt so wegweisend für die ganze Staffel und auf dem basiert halt alles und deswegen ist es schwierig für mich zu sagen. Sind auf jeden Fall beides krasse Kämpfe. Das Geile bei dem Fight hier ist halt, dass man am Ende quasi Foo Fighter als Mitglied gewinnt. Das finde ich krass. Das ist halt immer geil, wenn man am Ende von dem Kampf quasi als Belohnung Ja, und dass jemanden es halt noch so unlockt. ein geiler Charakter ist und Übel. wie der halt dann reinkommt. Also man Auch wird ja ein heftig bisschen getäuscht. besonders. Als Es Anime-Watcher wird man ja ein bisschen getäuscht dadurch, dass man, also man sieht ja die ganze Zeit, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, diese Kurzhaarige mit Hermes und Jolene im Trio. Gwes. Heißt sie es? Nein, Guess ist eine andere. Guess ist die Leute Ach so, geschrumpft dann meinst hat. du halt Foo Fighters oder was? Ja, genau. Ja. Also ich weiß halt, ich meinte halt ihren eigentlichen Namen. Den kennt man nicht. Okay, kennt man Also nicht. kennt Man man schon, sieht sie aber halt die ganze Zeit unwichtig. mit denen und denkt halt, okay, die wird dann ins Team kommen. Dann stirbt sie und dann kommt sie halt am Ende durch Foo Fighters wieder rein. Also das finde ich ganz geil eigentlich. Das ist halt echt irgendwie krass, weil man wird im Anime durchs Intro gespoilert, aber andererseits ist es halt auch voll verwirrend, Mann, weil du siehst sie zwar im Intro und denkst halt, das ist einfach nur irgendeiner aus dem Knast und dann zu Nee, nee, du checken. denkst halt, die kommt dazu. Ja, du denkst halt, das ist irgendeiner aus dem Knast, die dazukommt und dann zu Ja. checken, dass es halt einfach ein Haufen von Planktons ist Wird. und kein Mensch. Ja, genau, ja. Unnormal krass, Alter, so ihr Background halt dann zu sehen, so, weißt Ja, du, Mann, geil man checkt es ja gemacht. im Intro nicht, dass es einfach sowas wird. Genau. Und ja, also der Kampf selber, Highlight-Szenen würde ich jetzt so sagen. Jolene und Hermes reden, die sprechen sich ab. Wir erfahren mehr über die Discs. Wir erfahren, dass die im Traktorreifen vor der Sumpfhütte gebunkert sind. Und Jolene will natürlich den Stan Star Platinum da rausholen. Hermes ist jetzt quasi auch auf Jolenes Seite und ist jetzt, ob sie will oder nicht, involviert in die ganze Angelegenheit. Okay, sie wollte auch, sie wollte mit Jolene reden, sie war freiwillig dabei. Kurze Szene, Hermes versus Knastwärter. Ja, das war, nachdem sie halt angeheuert wurden, die vier Mädels Die sich am und Ende als diese fünf entpuppt explodierenden haben. Armbänder introduced wurden, kam so dieser kurze Fun-Fight, nenne ich es mal, wie der Knastwärter sich einfach einen Spaß draus machen wollte, sie in die Krokodilscheiße stolpern Ja, zu lassen. also der Fight ging quasi darum, wer am Ende in die Krokodilscheiße fliegen wird. So Jojo Comedy Vibes, so kurzer Kampf eingebaut einfach. Ja, und dann haben wir, keine Ahnung, Stone Free Moves, wie Stone Free quasi ein Blatt herzieht und Hermes rettet. Unwichtige Szene, auf jeden Fall geht es dann weiter. Der Knastwärter wird von irgendwas getötet und flackt einfach im Sumpf. Die Mädels checken das und kommen nicht drauf klar, weil auf einmal einfach der Knastwärter auch tot ist. Also irgendwas stimmt da nicht in dem Sumpfgebiet. Die gehen dem dann hinterher, weil sie müssen ja, sie dürfen ja nicht 50 Meter oder weiter weg von ihm. Ist er nicht irgendwie da rein mit einem Boot Der ist oder mit dem sowas Quad in halt der Art? Genau, reingefahren. Das war. und wollte, dass sie hinterher schwimmen, gell? Ja, genau. Und dann ist er halt gestorben. Und Ja. man merkt halt schon, dass vor allem mit dem Sumpf Wasser was nicht stimmt. Aha. Also Foo Fighters natürlich. Die Mädels. Also dann explodiert die echte FF, also die Frau, die quasi FF im Nachhinein übernommen hat und die Mädels streiten sich, sie sind eine zu viel
Wir haben quasi einen Traitor. Die Szene kam im Anime nicht so krass wie im Manga. Die haben, denen ist ja davor schon aufgefallen, oder? Dass die einen so ja, denen ja. ist schon davor aufgefallen. Und dann haben wir die Szene mit dem Eimer, wo Hermes irgendwie merkt, dass mit dem Eimer was nicht stimmt. Sie denkt, da ist was drinnen, geht hin, kickt den, glaube ich, weg, checkt überhaupt nicht, dass da irgendwas, da, also denkt sich einfach, da ist nichts. Und die, keine Ahnung, ein paar Sekunden später, Cut und Hermes wird... Jolene hat irgendwas über irgendwas nachgedacht, kurz laut nachgedacht, dann wurde so auf ihr Gesicht, kam so, die Cam war quasi näher auf ihrem Gesicht. Und dann wurde wieder rausgesummt und auf einmal hatte sie so den Eimer über den Kopf durchs Wasser gezogen. Ja, genau. Die ist einfach so durchs Wasser geflogen und dann hat sie quasi die kleinen Planten. Ganz kurz, vielleicht davor kam noch das, wo Jolene einfach, weil sie einfach keine Ahnung hat, wer der Verräter ist, von denen einfach der einen so auf die Fresse haut. Und ja, die wollte einfach allen auf die Fresse hauen. Weil war auch geil. Dann trifft sie ja den richtigen, so auch so voll der Jotaro-Move. Man merkt einfach, dass Araki sich Mühe gegeben hat, dass Jolene... Hat sie allen auf die Fresse? Ich dachte nur einer. Ja, aber sie hat gesagt, ich weiß nicht, wer es ist. Ich hau einfach jetzt allen auf die Fresse. Mhm. Und dann ist es passiert mit Hermes. Mhm. Also voll der Jotaro-Move. Ist voll geil, wie Araki das schreibt. Man merkt richtig, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat. Mhm. Und dann, ja, Hermes checkt dann, dass da Planktons in dem Eimer sind. So, die sieht einfach kleine Wesen, die sich duplizieren. Ich habe damals im Manga am Anfang gedacht, das ist Hermes' Fähigkeit. Weil gerade sie ist da drinnen und du siehst so, wie sich so... Planktons multipliziert. War jetzt bei mir nicht der Fall. Ich habe da gar nichts gedacht, aber könnte man meinen, ja. Wahrscheinlich, weil es auch so, im Anime hast du halt das gewisse Pacing, so, du hast gar keine Zeit darüber nachzudenken. Ich habe halt das Bild gesehen, dachte mir, hey, what the fuck, was geht da ab? Die ganze Zeit schon. Mhm. Und ja, dann weiß ich nicht, wie es passiert. Ich glaube, Jolene kommt dann und benutzt Stone Free, um übers Wasser zu laufen. Die spinnt quasi ein Netz von Baum zu Baum und walkt so übers Wasser und rettet Hermes. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht hat. Boah, ich glaube sogar, dass aber Hermes ist ja im Unterwasser noch. Ja. Und wie kommt dann Jolene? Der FF muss sich irgendwie gezeigt haben. Ich weiß nicht mehr, wie sie hochgekommen ist. Die hat, glaube ich, einen Stand benutzt oder so. Und auf jeden Fall hat Foo Fighters dann Jolines Schlag abgeblockt. Also man soll direkt merken, Foo Fighters ist unnormal stark. Richtig stark. Und hat, glaube ich, dann sogar Jolene gedonutet. Also einmal durch den Bauch gehauen. Mhm. Sie hat aber Stone Free benutzt und quasi ihren Bauch offengelegt. So war das. So hat sie Foo Fighters rausgelockt. Und dann war Foo Fighters quasi... Stimmt, ja, Mann. Die hat doch mit die Schnur, über die sie gelaufen ist, dadurch wurde sie immer weiter aufgelöst. Und hat dann quasi ein Loch gemacht im Bauch. Voll geil. Und dann hat sie quasi Foo Fighters festhalten können. Mhm. Und Hermes befreien können. Und dann sehen wir zum ersten Mal Foo Fighters seine richtige Form und erfahren, dass das ein Stand ist, also dass das Planktons sind, die mit einer Stand-Disc und einem Verstand quasi ausgestattet wurden von Whitesnake. Und dass Planktons halt überkrass intelligent sind und so, und Foo Fighters redet halt die ganze Zeit davon, was Menschen für Schmutz sind und dass er so eine krasse Lebensform ist und sowas. Und übertrieben stark ist. Yes. Dann kommen wir zur... Wie sind denn die nochmal von Foo Fighters weggekommen? Die... Ja, genau. Jolene hat dann quasi wieder ihr Faden benutzt und hat sich dann quasi wieder zurück an Land gezogen. Die haben gemerkt, dass Wasser Gefahr ist. Also Foo Fighters unnormal stark, aber braucht Wasser. Also riesen Nachteil, aber auch riesen Vorteil. Dann knacken sie den Autoreifen, den Traktorreifen und finden die Stand-Discs. Und dann haben wir Foo Fighters im Schuppen, wie er, glaube ich, den Gartenschlauch benutzt, um sich quasi zu bewässern, dass er im Schuppen weiterkämpfen kann. Ja. Gegen Jolene und Hermes. Und am Boden diese Pfütze macht, oder? Ja, genau, der bewässert einfach den ganzen Schuppen innen drinnen. Ja. Und dann labern die ein bisschen, so typisch Jojo, so er sagt, du hast keine Chance mehr, jetzt habe ich dich, jetzt bis am Ende. Und währenddessen hat Jolene den Traktor gestartet und einfach losfahren lassen und mit Stone Free so ein bisschen gelenkt mit den Fäden. Der fährt dann aufs Feld raus und
Sie sagt quasi noch so, auch so voll typisch Jojo, so richtig corny. Sie sagt noch so, du denkst, du hast mich gefickt mit deinem Schlauch und so, aber der Sound vom Wasser hat dafür gesorgt, dass du nicht hörst, dass ich den Traktor starte und so. Und der Traktor fährt dann raus aufs Feld. Foo Fighters rennt direkt hinterher und hat, glaube ich, ein Race mit Hermes. Also die rennen quasi auf dem Acker, quasi wer zuerst am Traktor ist. Und währenddessen ist Foo Fighters eingegangen. Ich weiß jetzt auch wieder, wie Hermes Foo Fighters im Wasser besiegt hat. Sie hat quasi Staub erzeugt. Aber egal, haben wir jetzt geskippt. Und Foo Fighters ist quasi zerfallen, weil das Feld ihm das Wasser entzieht. Er braucht Wasser und während er auf dem Feld rennt, entzieht es ihm die ganze Zeit das Wasser. Und so haben die Foo Weil Fighters der quasi. Boden so trocken ist und die Feuchtigkeit Ja, nur, genau. ja. Der saugt quasi halt alles aus Foo Fighters raus. Und so haben wir quasi Foo Fighters besiegt. Also das war jetzt alles ein bisschen durcheinander. Wir haben auch ein bisschen was geskippt. Da ist noch dazwischen was passiert. Foo Fighters hat dann noch so eine andere Form gehabt und so. Also da waren dann quasi zwei von der Sorte. Aber egal. Was macht dann Jolene? Also Hermes will Foo Fighters killen, weil, Alter, übertrieben der Bastard. So, der hätte die halt einfach getötet, so, wenn er könnte. Und Jolene sagt dann, nee, der kann nichts dafür. Der wird gezwungen von Whitesnake. Der weiß nicht, was er tut. So, der kämpft eigentlich auch nur um sein Überleben. Genauso wie wir gerade. Und rettet quasi Foo Fighter das Leben. Ja, stimmt. Und dann sind die wieder zurück im Schrein. Was für Schrein, Alter, im Schuppen. Und dann haben quasi jetzt die CDs gewonnen, so. Also geiler Payoff, so. Du hast am Ende vom Kampf. Das ist halt immer geil, wenn ein Kampf ein Payoff hat. So, du hast die Discs erstens, also Jotaro seine Disc und alle anderen Discs auch. Und du hast, das kommt jetzt, da kommt Foo Fighters wieder rein in der Form von diesem Mädchen, das am Anfang explodiert ist, mit den grünen Haaren, also ihr FF-Design quasi. Und sagt so, was geht, Leute, ich bin's und so, Foo Fighters. Und ich sage so, Alter, was geht ab, was machst du hier? Und sie fängt so an, Wasser vom Boden zu trinken und sowas. Also demonstriert quasi ihre Schwäche wieder. So, du sollst einfach in dem Kampf lernen, aha, Foo Fighters braucht immer Wasser. Das ist ihr Ding. Genau, Die braucht ja. immer Wasser. Und ja, also wir haben jetzt quasi ein planktonartiges Wesen in Menschenform, deren Standfähigkeit gar nicht so gut zu beschreiben ist. Man kann einfach sagen, je mehr Wasser Foo Fighters das hat, desto stärker ist sie. Sie kann ihre Arme verformen. Sie ist quasi ein Haufen Plankton. Sie ist quasi ein Schwarm. Wenn du ihren Arm abschlägst, sie kann ihn sich einfach wieder nachwachsen lassen, wenn sie nur genug Wasser hat. Ja, die Challenge wird halt nur, oder was heißt nur, es wird halt, sie werden jetzt die ganze Zeit versuchen, ihr Verhalten immer menschlicher zu machen, damit die Gefängniswärter nichts bemerken. Also Das glaube auch ich mal, noch. das, Also, die haben ja irgendwas, glaube ich, von wegen, wir, an dem Verhalten müssen wir aber noch arbeiten, gesagt. genau, ja, weil die vom Und Boden trinkt und so. ja. Und ja. Und sie benimmt sich halt einfach nicht wie ein Mensch. Also, wir haben jetzt quasi in JoJo Part 6 das erste Mal seit Iggy aus Part 3 wieder ein Tier im Squad. Ja. So bescheuert, wie es klingt. Aber FF ist eigentlich ein Tier halt. Eigentlich, ja. FFs Design, also ihr Stand-Design, der schwarz-weiße FF, der sieht auch irgendwie aus wie Iggy, so von den Farben her und so, dieses Gold, Schwarz-Weiß, das hat schon so diesen Iggy-Vibe. Ich denke, das ist auch daran angelehnt so. Und ich glaube, in der Folge sieht man dann gar nicht viel mehr, oder? Ich glaube nicht, dass man die dann nochmal im Knast sieht oder so. Die Folge endet quasi im Schrein. Na, genau. Dann haben wir noch die Szene, wie die ganzen Wärter kommen, die jetzt quasi wissen, da geht irgendeine kranke Scheiße draußen ab und so, die ganze Sache ist schiefgelaufen, Menschen sind gestorben. Und Jolene sagt dann, Foo Fighters, Hermes, hebt beide eure Hände, wir gehen jetzt raus und erzählt ihnen quasi die Story, die denen auftischen wollen. Krokodile haben die gekillt und Ja, was weiß ja, ich. ja, ja. Und dann sehen wir quasi die Mädels, so relativ iconic, wie die quasi mit Armen hoch rausgehen aus dem Schuppen. Und jetzt haben wir eigentlich unseren JoJo Part 6 Squad. Ja. Also ich weiß nicht, ob das der Squad für immer bleibt
Oder jetzt nur für die ersten 12 Folgen, weil das Opening ist ja auch auf die ersten 12 Folgen bezogen. Für den Arc kann man safe sagen, das ist jetzt, also genau, für das Opening quasi, solange das Opening uns begleitet, würde ich sagen. Und ob dann jetzt beim nächsten noch welche dazukommen oder nicht, das weiß ich ja nicht. Mhm. Oder vielleicht sogar sterben, entlassen werden, kann ja theoretisch alles passieren. Was sagst du bis jetzt von den drei Mädels, welche taugt dir am meisten, welche findest du interessant, von welcher erwartest du ungefähr was? Also ich finde Jolene am besten. Ich bin eh so ein Typ, bei Animes, Mangas sind meistens meine Lieblingscharaktere auch die Hauptprotagonisten. Mhm. Ist bis jetzt hier wieder der Fall. Am interessantesten finde ich zur Zeit, vielleicht auch nur, weil der Hype jetzt so aktuell ist, wegen der letzten Folge, Foo Fighters, mhm, ja. Und Hermes finde ich irgendwie auch von ihrer Stand-Fähigkeit und so eher uninteressant. So, mhm. Sie wird bestimmt ein paar geile Momente haben und so. Und ich bin auch gespannt, wie sie ihre Fähigkeit noch weiter ausbauen wird oder was in Zukunft noch damit passieren wird, weil es ist ja eigentlich voll die simple Fähigkeit. Übel, ja. Würdest du jetzt einen Manga schreiben, würdest du so eine Fähigkeit niemals erfinden. Voll so undankbar, ja. Was heißt undankbar? Es ist auch so strange irgendwie, weißt du? Voll, auf ja. Auf sowas kommt man schon, aber man denkt sich nicht, ich mach das jetzt, ich gebe das jetzt einem von den Hauptcharakteren, weißt du? Ja. Aber bei Jojo passiert halt sowas einfach und am Ende des Tages wird es dann auch immer gut umgesetzt. Deswegen bin ich da noch drauf gespannt, was da noch kommt. Aber wie gesagt, Jolene taugt mir bis jetzt am meisten. Und ja, würde ich auch sagen. Also ich mag es halt. Die hat so ein bisschen ihren eigenen Kopf und so. Mhm. Ich finde die drei, also ich könnte die schon ranken, aber ich finde, die sind schon alle auf ihre eigene Art cool, weißt du. So, die haben alle was Besonderes, was ich mag. Die haben alle so ihre Dinge. Ich finde das mit FF halt geil, weil die halt wieder so heftig besonders ist, Alter. Safe, deswegen so, sage ich auch am interessantesten. Das Design finde ich voll lustig mit diesen grünen Eierschale auf ihrem Kopf da. und wie sie agiert, finde ich voll lustig, dass sie immer so dass sie immer so Wasser schlägt und so. Und dass sie halt so lernen muss, ein Mensch zu sein. Und halt, ich habe einfach Bock, die kämpfen zu sehen irgendwie. Ich finde die cool. Ich finde das auch cool, dass sie quasi, zum Beispiel Hermes ist gleich auf mit Jolene. Die sind einfach Zellengenossinnen, die haben quasi das gleiche Problem. Aha. Jolene noch mehr, weil sie im Hauptfokus steht durch ihren Vater. Mhm. Und Hermes finde ich einfach cool, die hat schon diese Zorro-Vibes. So, die ist simpel und badass und fertig. So, die beleidigt gern. Ich mag das, dass sie so straight ist. Mhm. Aber FF ist halt so irgendwie so random. Keine Ahnung, sie wurde halt so rekrutiert, so, weißt du. Sie ist Jolene was schuldig. Hermes ist Jolene gar nicht schuldig. Hermes wurde einfach mit reingezogen. Mhm. Aber FF, sie ist so, Jolene hat ihr quasi das Leben gerettet und so. Und das ist halt schon ein Killer, Mann. Die ist irgendwie so ein bisschen, die ist wie Iggy. Die ist einfach Jolines Tier. Genau, die wird jetzt, aber sie wird zum Menschen wahrscheinlich, kann man sagen. Also weiß ich nicht. Du weißt ja natürlich schon, was alles passiert. Aber mir kommt es jetzt so vor, als ob die immer menschlicher wird. Ja, so, alleine die Sache weil jetzt. Weil sie sich im menschlichen Körper befindet und sich dem auch irgendwie anpassen muss. Wie sie über Menschen geredet hat, bevor sie zu FF wurde und wie sie danach geredet hat, das ist schon einfach so geil irgendwie. Und ja, ich will nicht spoilern, was der nächste Kampf ist, aber ja, es wird nice. Also wir hatten jetzt Folge 6, 7, das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass zwei Kämpfe noch kommen. Mhm. Einer, der so schon ein bisschen geil ist und dann so der diese ersten 12 Folgen abschließen wird, ja. Mal schauen, vielleicht kommt ja noch so ein was Fun-mäßiges in der Mitte für eine Folge, aber ich vermute jetzt mal, der nächste wird wieder über 3 Folgen gehen oder so. Obwohl. Ja doch, ich denke schon, 2 Kämpfe kommen noch. Ja. Also wir haben jetzt, was ich sagen würde, also ich fand den FF-Fight, ich fand den im Manga besser als im Anime. Ich fand den trotzdem cool. Mein Lieblingsfight bis jetzt ist wahrscheinlich John Gallier. Aber was war im Manga besser? Ja, dass du erstens nicht wusstest, wer die Schuldige ist. Zweitens, dass du nicht wusstest, dass da jemand joint aus dem Kampf. Du wusstest nicht, da wird jemand rekrutiert. Weißt du, wie ich meine? Du hast ja keine Ahnung. Und dann ist es viel geiler, wenn du am Ende siehst, Alter, die will dabei sein und so. Weißt du,
du kämpfst gegen diesen Stan und dann denkst du dir, alter Shit, der kämpft jetzt auf unserer Seite. So, ich sehe mehr von dem, weißt du? Check ich irgendwie nicht. Ja, wie check ich nicht? Erklär mal nochmal. Ja, woher soll ich im Manga wissen, dass nach diesem Kampf jemand zu Jolene joint und mit uns an der Seite kämpft? Im Anime weißt du das, du siehst sie im Opening. Ja. Mhm. Du weißt genau, da wird ja irgendwas mit der sein. Mhm. Auch wenn die explodiert. Das ist zwar verwirrend, aber ja, am Ende sagst du so, aha. Du sagst nicht so, oh, alter Fuck. Und im Manga sagst du halt, dieser Typ, dieser komische Plankton-Typ ist jetzt in der ihren Körper und ist jetzt auf unserer Seite. Genau, aber darauf kommt man ja nicht in der Regel, nee, bis es dann wirklich passiert. Ja, du denkst nur, wenn du im Opening darauf geachtet hast, dass die dabei steht, denkst du nur die ganze Zeit, die muss ja irgendwann irgendwie noch zurückkommen. Ja, deswegen ist fast genauso. Und dann kann man schon drauf kommen, aber bei mir war es jetzt nicht der Fall. Ich kann es mir nur vorstellen, wie es das erste Mal ist im Anime, aber diese Sache, auch im Manga, die Folge hieß auch, ich dachte, wir sind zu fünft oder so, weißt du, so mäßig, wir sind eine zu viel. Ja, genau. Mhm. Und ich weiß nicht, im Manga, ich habe den Namen vom Chapter gelesen und mir so gedacht, hey, was bedeutet das? Und dann habe ich gemerkt, ah shit, ich muss jetzt hier Dings tüfteln. Wer ist jetzt der Schuldige? Weißt, das kam irgendwie cooler, Mann. Mhm. Das war so ein bisschen so rätselmäßig. Und im Anime glaube ich nicht, dass das so gut rüberkam. Allein wegen dem Pacing. Mhm. So im Manga denkst du halt nach, bevor du weiterliest und so. No. So stelle ich es mir zumindest vor. Den John Galliay-Kampf fand ich halt im Anime besser. Zum Beispiel als im Manga. Echt, oder? Ja, krass. Safe. Hast du das damals auch gesagt? Habe ich damals auch gesagt, erinnern. Ja. Okay. Ja. Heftig. Weil man es besser versteht, weißt du? Ja, okay. Doch, stimmt. Dann hat, ja, das ja. Kann ich mich erinnern. Für so einen Kampf wie den jetzt ist das Pacing vom Manga vorteilhafter, weil du, wenn du es nicht verstehst, lässt du dir Zeit. Mhm. Im Anime, du schaust es nochmal. Du musst es nochmal schauen. Mhm. Oder du hast es nicht verstanden. Es geht einfach weiter. Mhm. Deswegen, der Kampf fand ich zum Beispiel im Manga besser. John Galliay-Kampf fand ich im Anime besser. Wurde einfach besser delivered, so. Verständlicher, weißt du? Ja. Und trotzdem war, glaube ich, für mich von den Kämpfen bis jetzt der beste John Galliay, der zweitbeste Ding, Thunder McQueen. Ich fand den voll geil, den Kampf. Ich auch, ja. Dann FF und dann Guess als Einsteigerkampf. Mhm. Okay, FF würde ich aber noch über Thunder McQueen. Kann man gut sagen, ja. Stellen. Einfach nur, weil der mir wichtiger vorkommt, weißt, weil da ein neuer Charakter dann am Ende dazukommt. Der ist auch wichtiger, 100 Pro. Und ja, Thunder McQueen halt so auch nur ein Folgenkampf war. Ja. War auch geil, sehr geil, aber ich würde die beiden noch austauschen und dann hätte ich das gleiche Ranking bisher. Ja, ich liebe halt diese Joke-Fights. Ja, genau. Und dann jetzt haben wir noch zwei Kämpfe, wie du schon sagst. Kann ich sagen, ohne zu spoilern. Ja, ich glaube zwei. Kannst du ruhig sagen. Und mein Lieblingskampf kommt auf jeden Fall noch. Ich bin gespannt, wie das endet, weil ich weiß, es ist ja nicht das Ende vom Part, aber quasi das Ende von der Staffel. Vom Arc, ja. Vom Arc und so. Und ja, ob danach irgendwie, also zwischen den 12 Folgen und den nächsten, ob da dann irgendwie eine große Änderung stattfindet, ob sich vielleicht ein bisschen Location wechselt, was weiß ich, da bin ich gespannt drauf, weil das weiß ich ja selbstverständlich noch nicht. Ja, und Leute, ich habe es zwar schon auf TikTok gesagt, aber ich sag's mal noch auf YouTube, wahrscheinlich werden wir die nächsten Folgen circa April bekommen. Alles nur Spekulation, wir haben noch kein einziges Datum, aber rein rechnerisch ergibt das sehr viel Sinn. Mhm. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen. Die nächsten 3 Wochen sind wir auf jeden Fall versorgt. Dann würde ich sagen. Was wir dann dazwischen machen, wissen wir auch noch nicht. Also, schauen wir mal. Falls jemand irgendeine Idee hat oder so. Also, genau. Für den Podcast, was wir uns anschauen können. Ideen immer wieder gerne, besprechen können. Könnt ihr ruhig reinschreiben, wenn ihr Bock habt. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Nächstes Mal sind wir wieder besser vorbereitet. Und ciao. Von mir auch noch eine schöne Woche euch. Servus. Ciao.